Oh, hallo. Herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Vlog. Da ist Jule. Hi, Jule. Und heute ist ein besonderer Tag, denn meine Schwester hat Geburtstag. Ja, da kann man mal klatschen. Jule, kannst du auch mal klatschen. Ne? Da kannst du auch mal... Sehr gut, sehr gut. Das heißt, ich würde sagen, wir gratulieren ihr jetzt mal kurz. Alles Gute zum Geburtstag, Sarah. Dankeschön. Was hast du für eine Brille auf? Voll normal. Wir werden jetzt mit der ganzen Familie eine Kleinigkeit was essen fahren. Und danach werde ich euch mal erzählen, warum im Titel steht, wir bauen heute Fortnite-Sachen nach. Beziehungsweise weiß ich noch nicht genau, was im Titel steht, aber irgendwas mit Fortnite in Real-Life-Items nachbauen. Hey, welcome to my life. Best Vlogger ever. Allerdings fahren wir jetzt erstmal alle zusammen was essen. Lecker schmecker. Luca-shop.de. Wieder zu Hause angekommen, Freunde. Das Essen war einfach nur geil, einfach geil. Hier zu Hause werden wir allerdings nicht lang bleiben, denn wir fahren nun in einen Supermarkt, beziehungsweise in ein Bauhaus. Und Jule, was werden wir machen? Fortnite-Items nach. Dafür habe ich hier auf meinem Handy bereits verschiedenste Fortnite-Items mir runtergeladen. Also die Bandages werden wir nachbauen, wir werden die Trap nachbauen, wir werden das Medikit nachbauen, wir werden die C4 nachbauen, wir werden den Busch nachbauen, wir werden Chuck-Chuck nachbauen, den Slurp und das war's. Also nicht alles davon werden wir nachbauen, aber wir werden versuchen, davon einige Dinge nachzubauen. Bevor wir nun allerdings zum Bauhaus fahren werden, Jule, werden wir was machen? Rappen. Nein, ein Interview mit Sarah führen, wie sie sich jetzt mit einem Jahr älter fühlt. Meine Damen und Herren, für diese Sequenz Interview in meinem Blog habe ich mir jetzt extra ein Trommelwirbel-Mikrofon bestellt. Ohne Kabel. Aber, sag mal was. Doch, es kann auch die Stimme verändern. Also Sarah, du bist ja jetzt 16 Jahre alt geworden, darfst deswegen nun auch Filme ab 16 schauen. Ich bin 19 geworden. Wie fühlst du dich denn jetzt mit 16? Ich bin 19. Und wie fühlst du dich mit 16? 16 war auf jeden Fall auch eine geile Party. Kannst du mir das noch nicht so die ganze Zeit auf die Nase halten? Was? Apropos Party, Sarah, du feierst ja Freitag auch deinen Geburtstag, richtig? Richtig. Dann darf ich da mal alle Leute hier einladen. Sie werden die Eintritt bezahlen? Okay, Freunde, am Freitag alle nach Bied. Tschüss. Oder? Genau. Alle eingeladen. Stinkst du? Nein. Dann ist das Jule. Fick dich, Luca. Sonst noch was zu sagen? Was machst du da? Hast du dich denn über das Geschenk von Jule und mir für dich gefreut? Ich habe noch gar nichts bekommen. Ist auch besser so. Möchtest du was von uns bekommen? Ja, bekomme ich was? Nö. Really, nigga? Angekommen im Baumarkt, Freunde. Jule. Steht hier. Wir haben uns eine riesige Notiz angefertigt, beziehungsweise Jule, mit allen möglichen Sachen, die wir irgendwie brauchen. Die Sache ist, was wir auch nachbauen wollten, war ein Busch. Und es ist eigentlich unnötig, jetzt einen Busch zu kaufen. Voll krass eigentlich, dass die hier Gras verkaufen dürfen. Bisheriger Fortschritt unserer Baumarktaktion, Freunde. Wir haben Sekundenkleber, um Nägel, die hat Papa noch zu Hause, auf diesem Brett hier festzumachen. Wir haben gesagt, er soll es quadratisch schneiden. Ich weiß nicht, was er quadratisch nicht verstanden hat. Das ist auf jeden Fall für die Trap, also für die Falle. Das hier haben wir fürs Medikit. Da werden wir dann noch weißes mit einer weißen Farbe das irgendwie anmalen. Dann haben wir hier noch so Klebeband gekauft. Weil das Rote brauchen wir ja beispielsweise für die Verbände. Da wir allerdings in dem Baumarkt hier nicht alles kriegen werden, werden wir jetzt noch zu verschiedenen Supermärkten fahren und da den Rest einkaufen. Supermarkt. Okay. Wir sind wieder zu Hause angekommen, Freunde, und wir haben ordentlich viele Sachen eingekauft. Das ist übrigens keine Produktplatzierung für irgendeine Marke, die wir hier benutzen. Wir haben jetzt zweimal so ein blaues Biermischgetränk eingekauft, weil es einfach das einzige blaue Getränk war, was wir gefunden haben im Supermarkt. Dann haben wir hier ein orangenes Uludag gekauft, dann haben wir hier eine rote, Aluminium-Bastelfolie, zweimal verschiedenes Klebeband, dann haben wir noch eine Schere hier von zu Hause und eine Packung Tesa, dann haben wir hier weißes Blatt Papier, eine Nägelbox, das soll nachher das Medikit darstellen, dann habe ich hier noch ein Marmeladenglas und so ein True Fruits Glas, dann haben wir hier noch eine Küchenrolle und wir haben ein Brett und Sekundenkleber und ein Gewebeband. Mit welchem Item fangen wir an? Mit dem blauen. Mit dem Slurp. Ich habe hier zwei Blue Life Getränke rausgesucht und zwar einmal den normalen Slurp und einmal diesen Jug Jug. Da der Jug Jug aber einen normalen orangenen Hintergrund hat, werden wir den mit orangenen
ja, Getränk darstellen. Das ist halt das einzig blaue Getränk, was wir irgendwie im Supermarkt gefunden haben. Also gut, aber wir machen jetzt dieses Getränk als erstes. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was wir machen können. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir dafür dieses hier. Das sieht schon ähnlich aus, oder? Das ist tatsächlich das Allereinfachste, was wir jetzt hier als erstes machen. Also ich schütte das hier einfach mal so rein und das ist eigentlich dann auch schon fertig. Wir können noch um den Deckel blaues Band, bitte. Stimmt! Aha. Nein. Alter Schwede, es gammelt so nach Chemie. Während ich hier warte, dass dieser Schaum hier oben mal so ein bisschen weniger wird, weil wir sehen auch hier oben, dass da oben eigentlich noch ein bisschen Luft ist, wickelt Jule hier vorne den Deckel in blaues Papier ein. Sehr gut machst du das, Jule. Hier, Freunde, nochmal, so sieht der Slurp aus in Fortnite und wir haben ihn jetzt so nachgebaut. Ist eigentlich okay, oder? Also, wenn man es so vergleicht. Also als Fortnite-Fan erkennt man das. Also das hier war nun quasi Produkt Nummer 1, was wir nachgestellt haben. Das heißt, das stelle ich jetzt mal nach hier vorne. Jule, was soll ich denn als nächstes nachbauen? Das Medikit. Das hier ist das Medikit in Fortnite, Freunde. Ich als richtig beschissener Spieler muss das relativ häufig verwenden. Dafür haben wir uns diese Brotbox gekauft. Die kann man ganz normal aufmachen. Wir werden die alle... Ach! Apropos, da guckt so ein, da achtet man vielleicht auf mehr als wirklich drauf, da guckt sogar so ein kleiner Verband raus. Dafür werden wir gleich diese Küchenrolle hier benutzen. Allerdings werden wir erstmal diese Box hier in DIN A4 Papier einpacken, denn wir haben keine weiße Farbe. So haben wir jetzt gerade die Butterbrotbox ein bisschen mit weißem Papier eingekleistert. Es sieht nicht perfekt aus, aber wir hatten jetzt auch keinen Bock, uns ein richtiges Medikit zu kaufen. Sondern es geht ja heute ums Nachbauen. Also, so weit sind wir jetzt gerade, beziehungsweise so soll es aussehen. Also, so weit werden wir wahrscheinlich nie kommen. Das heißt, als nächstes müssen wir so ein rotes Tuch hier drum wickeln. Und zwar haben wir uns dafür so rotes, Bastelfolie, ne? So rote Bastelfolie haben wir uns geholt. Das heißt, ich werde die jetzt einfach mal hier oben mit Tetafilm dran befestigen. Genau, Freunde, das heißt, wir haben jetzt schon diese rote Folie hier drum. Darauf müssen wir jetzt allerdings auch wieder hier mit ein weißes Kreuz draufkleben. Was? Wir haben den kleinen Verband vergessen. Um diesen kleinen Verband, der da rausguckt, kümmern wir uns später. Das erste, was wir jetzt allerdings machen, ist, wir nehmen so ein bisschen Sekundenkleber, hauen den hier drauf und werden da jetzt einfach mal das Kreuz dran befestigen. Es sieht schon echt okay aus. Was macht man, wenn man Sekundenkleber an den Händen hat? Warten, bis er wieder abgeht. Allerdings geben wir uns hiermit noch nicht zufrieden, sondern, Freunde, wir sehen natürlich, dass hier noch ein schwarzer Streifen drumherum ist. Das heißt, da rein werden wir jetzt einfach diesen kleinen Verband hier klemmen. Verband aka Küchenrolle. Gib her. Sag mal, bin ich bescheuert? So, und nun noch einmal hier drum wickeln. Und jetzt schneide ich das hier vorne mit der Schere auch schon direkt wieder ab, Freunde. Das heißt, das Medikit heißt es, glaube ich, ist an dieser Stelle jetzt auch fertig. Also, ich blende es euch hier mal ein. Wie es aussieht. Ja. Dafür, dass mein Kanal nicht echt komplette Scheiße ist, geht's echt klar. Wenn es jetzt einer schnell auspacken will, geht's nicht, weil es ist hier festgeklebt und da festgeklebt und wenn das ausgepackt hat, ist auch nichts drin. Aber es sieht so aus. Was gibst du mir auf einer Skala von 3 bis B? X. X? Alter, krass. Geil, Jule. Sandra. Ich wollte mich kurz aufwärmen. Baut ihr schon? Yo, darf man das trinken? Ich bin so der Essenstester, Alter. Genau. Also ja, Sandra, möchtest du mal das nächste Produkt bauen? Ja! Als nächstes, Freunde, möchte ich, dass ihr das hier nachbaut. Wir sehen es doch gar nicht. Also für den Verband, Sandra, haben wir halt eine Küchenrolle gekauft. Mhm. Und für das Rote drumherum haben wir das hier. Und für diese Teile, die das eigentlich zusammenhalten, haben wir extra so, wo haben wir... Ah, da, wart genau. Ihr bei der Apotheke? Das ist aus dem Kaufland. Ich hätte euch was von Svetlana mitbringen können. Svetlana ist ihre Mutter, by the way. Jule, das ist doch gar nicht symmetrisch. Doch, wir müssen es dicker machen. Nein. Nein. Das ist ja mega stark, Alter. Ich glaube, damit könnte man die Augenbrauen wegrasieren. Jungs, Sandra. Während Sandra sich irgendwie versucht, die Augenbrauen abzurasieren, hat Jule das schon eigentlich echt vernünftig hingekriegt. My Bro. Ihr seid keine Bros. Doch. Nein. Du behandelst den scheiße. Wieso behandle ich den... Guck, hörst du ja, selbst. Fluffy, hä? Hätte ich gesagt, ich behandle ihn gut. Ja. Also so sieht dieser Verband jetzt aus. Ich hätte wirklich einfach nur die Küchenrolle genommen und hätte da zwei Klebestreifen drauf gemacht. Hier was Rotes und das hier hätte ich nicht mehr angemalt. Und das hätte ich auch nicht angemalt. Und Jule... ist so voll detailverliebt und Sandra wollte gleich das hier noch anmalen. Because I'm in the Kunst-LK and I don't can speak English. Kann es sein, dass du dumm bist? Es ist krass. Es sieht genauso aus. Ja, Freunde, wir haben bisher diesen blauen Slurp hier gemacht. Dann haben wir dieses Medikit hier fertiggestellt. Dann haben wir die Verbände gemacht und ich würde sagen, als nächstes mache ich das Nagel. Wow, ist lecker. Lecker?
Stellt euch einfach vor, dass das Nagelbrett bis hierhin geht. Dafür haben wir hier nämlich extra schon Nägel. Sponsored by Daddy. I'm a fucking fan of Luca. Wie heißt nochmal dein Shop? Shopluca.de. Nicht kaufen, danke. Also kleben wir hier so einen gelben Streifen mal hin. Dann klebe ich den anderen Streifen mal hier vorne hin. Also den gelben Rand hier haben wir jetzt fertig, Freunde. Der klebt hier jetzt dran. Stellt euch wie gesagt einfach vor, dass das so ist. Na? Sieht schon aus wie ein Nagelbrett. Ich könnte eigentlich so ein Buch schreiben. How to do good life. Hier sind auf jeder Seite 5 Nägel. Da wir allerdings so ein bisschen so ein kleines hier haben, würde ich sagen, packen wir auf jede Seite 3 oder so. Ich hoffe jetzt mal, dass die überhaupt stehen, ne? Ey, was mach ich denn hier? Die halten nicht, diese Drecksnägel. Ey, das hält nicht. Ladengarner. Also so sah das echte Nagelbrett aus, Freunde, und unser sieht jetzt so aus. Es hält aber, ne? Guck mal. Dreh's mal um. Fuck. Tschö. Tschüssi. Tschö. Tschüss. 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 Als nächstes und letztes haben wir jetzt hier diesen Jug Jug. Also wieder ein Getränk, was Jule danach probieren kann. Dafür habe ich einfach ein Marmeladenglas genommen. Und da wir den Inhalt eh orange machen, würde ich sagen, Jule, kannst du den Deckel jetzt auch in so einem Rot oder so einem Gelb machen. Also so sieht der Ganze eigentlich aus, wie gesagt, mit was Blauem drin. Wir haben jetzt den Deckel rot gemacht, weil wir das hier auch orange gemacht haben. Da haben wir so orangenes Uludag genommen und unten haben wir das auch nochmal rot abgeklebt. Denn echt ist der halt blau unten, aber da ist ja auch oben blau. Oben haben wir auch noch so einen Verschluss drauf gemacht, weil hier oben ist der auch drauf, damit man das Ganze halt irgendwie aufmachen kann. Die Sache ist nur, das Ding ist nicht komplett dicht. Also wir können es jetzt nicht umdrehen, ohne dass es tropft. Also so sieht nun dieser Jug Jug aus, wie gesagt, mit einem orangenen Inhalt anstatt dem blauen. Dann haben wir ja auch noch dieses Nagelbrett hier nachgestellt, also diese Trap. Dann hatten wir hier noch dieses Medikit, das haben wir nachgebaut. Und wir haben Verbände nachgebaut und den blauen Slurp. Das heißt, eigentlich, das kann man schon erkennen, dass das Fortnite-Produkte sind. Hättet ihr eventuell Bock, dass wir das Ganze nochmal machen und vielleicht ein paar andere Sachen nachbauen, wie beispielsweise C4 oder irgendwie so, oder irgendeine Waffe mal oder so, dann lasst mal ein Like da, Freunde. Das war es jetzt allerdings von dem heutigen Thema für den Vlog. Und jetzt...